Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Fabi, und ich glaube, heute gibt's mal quasi Geschichten aus dem Paulanergarten. Da kann mir doch jeder kommen, das kann doch nicht wahr, Steiner. Denn heute werden wir mal in der Beer Factory arbeiten. Das Spiel ist gerade frisch rausgekommen und wir schauen uns mal an, wie ich mich beim Bierbrauen mache. Ja, liebe Freunde, Beer Factory, ich bin gespannt. Das ganze Spiel läuft nur über Maus-Tastatur-Emulation, ist noch ein bisschen fummelig. Schauen jetzt noch mal rein hier in die Einstellungen. Ja, da gibt es nicht viel. Texturqualität, epic, epic. Controller, Kontrolle. Controller. So, hier gibt es nicht so viel. Ist natürlich sehr, sehr viel. Oh, ich bin ja nicht mehr so mit Maus und Tastatur bewandt. Wir schauen mal erstmal rein, was uns jetzt hier erwartet. Schwierigkeitsgrad. Im normalen Modus kannst du das Spielerlebnis so spielen, wie es konzipiert wurde. Und Francis ist dabei. Im Friedensmodus wirst du nur einmal auf Francis treffen, der einen Gabelstapel-Upgrade zurücklässt, das den Turbo freischaltet. Das ist allerdings dein letztes Treffen und du kommst nicht zu zufälligen Boni, die wie zum Beispiel Geld oder andere Gabelstapel-Upgrades. Okay. Ja, dann nehmen wir Francis mit. Wir nehmen Francis mit. Ich weiß zwar nicht, wer Francis ist, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wir müssen natürlich, wie es nicht anders von mir kennt, sollten wir natürlich nochmal aus Gewohnheit das Overlay aktivieren, um zu schauen, wie das Ganze hier läuft. So, da ist unsere Fabrik. Joa, ich bin gespannt. Ja, hier könnte auch Spider-Man durch die Gegend schwingen. So sieht das hier aus. Ein besoffener Spider-Man wäre ja auch mal lustig. Ich bin überhaupt eigentlich gar nicht so gerne ein Biertrinker. Also gerne mal ein Alster, ja, aber auch wenn dann immer nur alkoholfrei. Ich bin da nicht so für Bier zu haben. Das ist nicht so meine Welt. Früher mal gern. Okay, Moment, es geht los. Okay, wir haben ein Budget, um diese alte Fabrik zu kaufen. Wir müssen Strom wieder einschalten, Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine abgerissen, Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wieder herstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während ich darauf warte, dass du die Fabrik aufräumst. Ach, bevor ich dich verlasse, ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist. Aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Okay. Okay. Öffne die Fabrikschranke. Okay, dann heben wir doch gleich mal die Schranke. Öffne die Tür. Also, ja, läuft fluffig. Also, man sieht, es ist wieder ein Spiel mit vielen Standard-Assets. Mach dir einen Kaffee, so kannst du sprinten. Oh, ich habe mir aber auch einen auf den Teppich geschissen, auf die Fliesen geschissen. So, weiter geht's. Heizung ist da. Ist geil, ist besetzt, aber Kaffee geht noch, oder was? Wirf, super, das. Ja, kriege ich jetzt auch meinen Kaffee? Kann ich den jetzt nehmen? Ich habe keine Hände! Also, dafür, dass das Büro besetzt sein soll, ist hier aber die Kaffeemaschine ist an. Computer benutzen, was können wir denn hier machen? Das will ich erstmal gucken. Okay, wir können noch nichts machen. Alles klar. Okay, weiter geht's. Das ist so eins dieser Spiele wieder, ich sehe schon. Oh. Also hier hat ja einer mal so richtig hingereiert. Aber dafür, dass die Fabrik hier abrissreif ist oder so, sieht es ja eigentlich noch ganz gut aus. Finde und schnapp dir eine Sicherung. Okay. Okay. Hui, ich bin die fliegende Sicherung. Hui. Bumm. Hey, I'm the real owner of this place. Get out of my house. Was? Wer? Verjage den Penner, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Kann ich denn auf ihn werfen jetzt? Bierflaschen oder so.
toll. Kann ich hier nicht einfach eine zimmern? Ich will hier nichts reinigen, Mama. Wie kann ich denn Sachen greifen? Da müssen wir nochmal schauen hier. Allgemein vorwärts bewegen, Objekte in de, aussteigen, Werkzeuge, Besen, Baumenü, Management, Fahrzeuge. Gut, da suchen wir nochmal nach Gegenständen. Hm. Was? Was ist das für ein Quatsch? Musik ist aber auch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt gar nichts genommen. Kann ich vielleicht den Müll auf Francis werfen? Wo ist er? So ein Quatsch. So ein Bullshit-Bingo. So ein Quatsch habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich hier Müll auf irgendeinen Geisterpenner werfen? Ja, hau ab. Krieg ich das jetzt? Herzlichen Glückwunsch, Propan. Pimp, guck mal. So, Francis. Hau ab. Hau bloß ab, Junge. So. Also, das ist schon mal ein bisschen bekloppt. Nimm den Müll und stell ihn in die Tonne. Welchen Müll? Nehmen wir den Müll. Stell ihn in die Tonne. Wie? Kauf ein Besen im Werkzeugladen. Ja, das machen wir natürlich digital online. Da, wo man sich Besen bevorzugt kauft. Wir kaufen uns einen Besen. Ja, yeah, ich habe einen Besen. Geil. Das ist kein Besen, das ist ein Wischer. Das weiß sogar ich. Das heißt schon was. Das ist kein Besen. Man kann... Ach so. Okay. Ja, hier haben sie mir ja so schön hingerotzt. Ja, es wird auch über Bauteile drüber gewischt. Ich frage mich immer, wer solche Spiele zusammen programmiert. Soll ich noch was kaufen? Na gut. Dann kaufen wir einen Werkzeugtisch. Wir haben einen Werkzeugtisch. Sieht wirklich aus wie bei mir. Nur nicht so sauber. Nicht so sauber. So einen habe ich auch im Keller stehen. So, Freunde. Jetzt rüste ich mit der Werkzeugkiste aus. Jetzt geht's ab hier. Ja, Werkzeugkiste. Ja. Öffne das Baumenü. Baumenü öffnen. Machen wir. Ja, was soll ich da jetzt? Kaufe ein Lager. Siehst du, wir kaufen Lager. Und das stelle ich jetzt hier irgendwo hin. Oh, stellen wir es da mal hin.
Ach so. Was soll ich denn jetzt hier festschrauben? Oh Gott, ist das fummelig. Klick, 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 klick. Oh Gott, mein Gott. Also zum Bierbauen, glaube ich, kommen wir nicht in diesem Video. Also, Kann ich wenigstens noch die Kamera drehen? Ey, das ist doch ein Quatsch. Ja, vor allem musst du echt wie so ein Blöder klicken. Hier muss ich wahrscheinlich nichts verschrauben. Boah, du musst aber auch echt mit dem Mauszeiger genau drüber. Ach, der Kameradrehung steht unten noch. Okay. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, aber macht diese Klickerei auch nicht besser. Also man kann es ja auch mit den Managementaufgaben so ein bisschen übertreiben. Es geht hier um Bierfabrik und nicht um die Schrauben- und Dübelfabrik. Oh, komm, 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 ey. Ich habe noch mal eine Schraube locker. Wirklich, das ist ja Gefummel hoch 10, Freunde. So, dann drehen wir noch mal. Wir drehen hier richtig durch. Richtig auf Anschlag wird hier alles festgedübelt. Da muss ich hier nämlich auch noch mal bei anschrauben. Also, wer sich sowas ausdenkt, der tötet auch Pantomimen. Oh Mann. Die Schweißnähte sind aber auch nicht die schönsten, würde ich was behaupten. Habe ich die da hinten? Ja. Ja, ist doch alles. Hab ich doch, oder ist die nicht richtig? Oh. Ja, habe ich doch hier. Montiere die Stütze an dem Lager. So. Was? Mein Lager ist weg. Hä? Nach links drehen, nach rechts drehen. Ach so. Also Freunde, das Spiel ist für den Arsch. Sollen hier was montieren? Ach! Jetzt kapiere ich's. Okay. Das ist ja auch ein bisschen blöd dargestellt. Kommt die nämlich quasi hier hin. Oh. Ja, man denkt, das ist da schon aufgebaut. Super. Finde die Platte für dein Lager. Joa. Aber erstmal. Ja, das muss weg. Na toll, geht nicht weg. Okay. Finde die Platte für dein Lager. Was für eine Platte? Weil die. Also die Übersetzung ist auch nicht unbedingt die beste. So. Erhöhe den Ruf der Fabrik auf Level 2. Ja, komm zur Fabrik mit dem Penner ins. Kann ich jetzt hier nochmal sauber machen? Ja, guck mal, ey, kommst du morgens zur Arbeit und siehst gleich schon die Kotze vom Vorbesitzer. Das will ja auch keiner. So. Meister Fabi putze sauber, dass man sich drinnen spiegeln kann. Meister Fabi. So. Wischi, waschi, saubi. Weiter geht's. Ich soll meinen Ruf erhöhen. Wie geht das hier? Bauunternehmen, Maschinenraum. Maschinenraum. Oh, da kommt Scotty rein. Wie kann ich jetzt den Ruf verbessern? Lieferung. Nee, da geht auch nichts. Vertrag. Industriemarkt. Preispalette. Nee. Investor, individuell, unterschreiben. Mitarbeiterbrauerei. Okay.
War es das jetzt? Ne, wie höre ich denn jetzt den Ruf? Jo, wenn mir das mal einer sagen würde. Upgrades. Also. Lieferung. Hopfen, Gersten, Malz ist das, was jeder besser weiß. Nee, Quatsch. Egal. Ja, wenn mir jetzt einer sagen könnte, wie ich meinen Ruf verbessern kann. Halt einfach Müll wegbringen. Probieren wir mal. Also zum Bierbrauen glaube ich, das wird nichts in diesem Video. Wir müssen erstmal hier die Grundlagen schaffen. Okay, also wenn ich Müll entsorge, verbessere ich meinen Ruf. Ja, ich bin nämlich ein sauberer Mann. Suchen wir noch mehr Müll. Die Tür mal zumachen. Kann ich den Müll noch mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Ist hier noch Müll? Müll. Ein Königreich für Müll. Man reiche mir Müll. Man reiche mir Müll. Ach, guck mal, ich kann ja auch einfach hier mal aber alles sauber machen. Dann nehmen wir das hier mit. Und wir fliegen den Müll weg. So, das müssen wir jetzt noch gefühlte 10 Mal machen. Ach, guck mal hier, ne? Wir nehmen erstmal schon das Vorkonfektionierte. Nur, da war ja Francis wahrscheinlich schon so lieb und hat hier mal ein bisschen für uns aufgeräumt. Jo, ja, dann müssen wir nochmal weiterschauen. Mehr Müll. Wir nehmen den Müll. Ist auch eine ruhige Gegend. Hier fährt kein Auto, gar nichts. Absolut tot. Absolut tote Gegend. So, guck mal hier. Hier können wir auch nochmal aufräumen. Gerade bei Lebensmittelproduktion, das muss sauber sein. Und das spricht sich rum, wenn hier alles sauber ist. Das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr nicht, wie sich das rumspricht. Wenn man hier alles wischiwaschi sauber macht. Und würde mich auch freuen, wenn das auch mal einen Ruf verbessert, dass jeder im Viertel weiß. Ja, hier. Gute Nachrichten, ich habe einige Subventionen für deine Fabrik gefunden. Du wirst eine Überweisung erhalten. Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschinen im hinteren Teil zu renovieren. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Geh zum Computer, um mehr zu erfahren und sieh dir die Investitionsbedingungen an. Kaufe eine neue Erweiterung für deine Fabrik. Wird gemacht. Brauchen den Wischer gerade nicht. So, wo ist unsere. Was sollen wir für eine Erweiterung denn jetzt kaufen? Ja. Maschinenraum. Okay. Schalte die Getreidemühle frei. Machen wir das doch. Hui! Gleich angebaut hier. Was mache ich denn jetzt hier? So, warte mal, da muss ich irgendwo noch hier hinlaufen. Schalte die Getreidemühle frei. Ach so, ich habe den Maschinenraum gekauft, jetzt brauche ich die Getreidemühle. Ah. Nicht immer gleich weglaufen. Die meiste Arbeit wird halt heutzutage am PC gemacht. Industriemaschinen, Getreidemühle. Nehmen wir doch noch Schritte Richtung Bierfabrik auf. Vertrag über den Computer annehmen. Okay, Vertrag. Veredeln einzelne Segmente Maiskorn. Jo, machen wir. Okay, was soll ich jetzt? Bestelle eine Palette mit Rohmalzsäcken. Achte darauf, dass du die Menge bestellst, die du für den Vertrag brauchst. Okay, 21. 21. Dann müssen wir jetzt hier, wenn wir Brauerei sind, wir noch die Lieferung. Rohmalz.
Bestellen wir auch 21, ne? In den Einkaufswagen? Und dann. Fahre den Palettenheber. Okay. Hui, kommt das Auto her. Das ist scheiße. Oh Gott. Ja, ich komme ja schon. Ich bin unsichtbar. Entschuldigung. Kann ich jetzt erstmal hier runter? Anheben. Ja, ich komme ja schon. Wie? Achso, Türen öffnen. Okay. Oh, das wird fummelig. Das wird fummelig. Oh. Nee. Verdammt. Okay. Jetzt gerade zurück. Müssen so und dann jetzt gerade okay, da aber nach vorne fährt er wie so ein Porsche. Boah, fällt mir auf den Schoß. Ja, wir fahren. Das ist doch so bescheuert gemacht. Junge, sagen wir mal geradeaus. Komm, wir ziehen sie rückwärts rein. Ist das deppert. Ey, die Lenkung ist aber auch echt Käse von dem Vogel. Mein Gott. Oh, schon ganz Jahre her, dass ich mal eine Ameise wieder bedient hatte. Aber. Ja, Freunde, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Komm jetzt von dem Gabelstapler weg hier. Oh, die Steuerung ist schon, warte mal, Realistic Controls. Ja, ich soll es doch bestimmt hier abstellen oder da hinten hin. Warte mal. Da hinten kommt doch eigentlich alles Fertige raus, oder? Wie beende ich denn die Fahrzeugsteuerung? Verdammt nur eins. Abstellen G. G. Gib mir auch nochmal eine Idee. Ne, geht auch nicht. Oh. Ja, ich würde gerne den Kram da abstellen. Wenn ich was abstelle mit dem Hubwagen, dann muss der Hubwagen sich auch wegnehmen lassen. Was ist denn das für ein Quatsch? Junge! Ja, Gamepad, das hat ja nicht funktioniert hier. So! Absetzen. Stellen. Ja, habe ich doch. Geht nicht. Taschenlampe. Wer will mir eine Taschenlampe?
Ja, F habe ich auch schon gedrückt. Management-Modus, ja, das bringt mir auch nichts. Das ist ein beklopptes Spiel. Ich geb's gleich auf, Freunde. Nee. Veröffentlichung, Verbesserung der KI. Da können wir ja nochmal gucken. Also, was funktioniert? Also, KI, ja, allgemeine Verbesserung, Verhalten, Animation. Die Mitarbeiter will so ein eigenes Modell haben. Bierdose, Bierfass. Controller wollen sie noch unterstützen. Lenkrad nur für Gabelstapler. Ja, es ist erstmal toll, wenn ich diesen Gabelstapler auch mal was absetzen könnte oder einfach mal beenden kann. Also, ich komme hier gerade. Ne, das ist nur Kamera, ne, oder? Ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Man weiß es nicht. So, Management-Modus aus. Toll. Der Sack ist verloren gegangen. Läutere einen Sack Malz. Was soll ich? Das Spiel ist bescheuert. Tut mir leid. Das heißt ein Läuterer. Hilfemenü. Hilfe. Ja, ja, mach ich. Ah, okay. Jetzt wird geläutert. Gucke an. Da muss man so auch noch auf den Gabelstapler und so. Ist ja wie Arbeit. Also Freunde, so ein Quatsch. So, dann gucken wir nochmal nach Gabelstapler Upgrades. Wie der sich fahren lässt. Bin gespannt. Boah, nettes Maschinchen. Auch günstig, ne? $500 für so einen Gabelstapler. Kann ich zu Hause durchaus auch mal gebrauchen, wenn Schwiegermutter zu Besuch kommt. Nein, Quatsch, oh Gott, wie die das hier unten tun. So. Nein, ich habe meine Schwiegermutter lieb, die ist auch reden schlank. Finde die erste Gabel. Deswegen war das so billig. Bumm. Hey, hier liegt ja auch alles rum, ne? Die lag hier eben schon, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ich habe gerade überlegen, ob sie mir die vielleicht da jetzt noch mal so geisterhaft platziert haben. Oh, guck mal, jetzt gibt's auch ein Modell. Motor ein. Sag mal.
Oh, tanken im Zweifel. Ach du meine Güte. Also liebe Freunde, bevor wir jetzt hier alles... Kann ich eigentlich irgendwie auch noch was zum Explodieren bringen, wenn ich hier mal einfach voll gegen den Tank fahre? Nee, passiert nichts. Also liebe Freunde, Bierfabrik. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das vielleicht nochmal weiterspielen wollen oder so. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Das scheint doch schon ein relativ beklopptes Spiel zu sein. Oder eher nicht so prickelndes Spiel. Link zum Steam Store, wo ihr das Spiel findet, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich einfach wieder fürs Einschalten und kann nur sagen, once you get a beer, you solltest never dieses Spiel holen. Immer liebe Freunde, bis dann.